Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Relyak Star Wars Outlaws. Die letzte Folge war sehr umfangreich. Genau fast eine Stunde war die Folge groß. Und ich musste ein bisschen schnippeln, weil ich ja nur immer 60 Minuten hochladen kann. Aber das hat alles gut geklappt. Und ich will ja euch immer einen Einblick, ein Let's Play, also Gameplay, wie das so alles so ist, vermitteln. Und das hoffentlich gelingt mir das dann auch immer wieder. Und deshalb geht's jetzt hier nahtlos weiter. Zack. Und wir schauen in den Journal und machen weiter mit dem Waffenschmied. Wir müssen jetzt Blasterteile installieren, glaube ich. Und dazu müssen wir mit ND5 sprechen. Das aktiviere ich mal. Auf Karte zeigen. Da ist der Raumhafen. Kann ich da nicht Schnellreise? Raumhafen, Landezone. Ja, kann ich. Zack. Machen wir. Super gut. Ich habe jetzt hier nicht so nach Klamotten geguckt. Ihr wartet noch etwas auf okay. dich, Kay. Ist gut. Okay, Lieferkiste benutzen. Blasterlackierung, na super. Super das. Blasterlackierung muss man haben. So, okay. Dann wollen wir mal mit ND5 sprechen. Wo ist er denn? Ich gehe raus. Also dann? Da ist er. Okay, weiter geht's. Zack. Also, was gibt's denn? Diese Modulteile sind mit deinem Blaster kompatibel. Dein VM-19 ist primitiv, aber aufrüstbar. Der ist nicht primitiv, sondern klassisch. Wenn du dieses Light-Modul installierst, ermöglicht es das Feuern eines mächtigen Sprengbolzens. Du kannst das Modul an der Werkbank herstellen. Okay. Blaster modifizieren. Modul. Zack. Ion. Ja, dieser Ionenschuss hat uns das Leben gerettet, da mit dem einen Monster bei Tresorknackerin bei dem Quest. Den hätten wir sonst gar nicht besiegen können. Zum Energiegenerator. Den haben wir. Zusammensetzen und ausrüsten. Tag. Okay, fortfahren. Powermodul auflädt, bevor sein Schuss abfeuert im Aufprall explodiert. Okay. Alles klar. Zurück. Aussehen ändern. Wir haben jetzt diesen kälteresistenten Look. Kälteresistent ist. Ja, nö, das bleiben wir bei der Farbe hier. Oh, passt. Hoffen wir, dass es funktioniert. Wenn nicht, dann liegt es an deiner Unerfahrenheit und Mangel an taktischem... Ja, schon kapiert. Ich kenne einige Orte, an denen dir das Modul nützlich sein könnte. Alles klar, danke für den Hinweis. Ich sollte weiter nach Ankh suchen. Ich habe eine Nachricht von der Thronerbin des Ashiga-Clans. Sollte weiter... Komm in die Kantina von Tijimi. Wir haben viel zu bereden. Klingt, als wollte Krisk ein Geschäft vorschlagen. Vielleicht. Okay. Aber Ashiga widersetzen sich ihrer Königin nur selten. Außerdem hat uns der Ashiga-Clan Aufträge angeboten. Einer davon stammt von Danka. Sie hat ja eine Nachricht auf dem Schiff hinterlassen. Na gut, vielleicht sehen wir uns das mal an. Ja, wir wollen doch eigentlich die Tresorknackerin organisieren. Und die ist doch eigentlich irgendwie im Gefängnis. Jetzt nicht den Faden verlieren. Aha, was ist das?
Danka hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Okay, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin. Okay, die mittlere neue Quest. Auf Konsole zu greifen? Was ist das? Ach, wieder nach Toshara. 7 Meter. Was ist dies? Lokaler Mittler. Lokale Mittler. Granasch. Okay, keine Aufträge verfügbar. Von anderen Welten. Danka. Okay, das ist natürlich... Wir wollen den Faden nicht verlieren. Wir wollen doch eigentlich gemeinsam, wer das bis jetzt hier mitverfolgt hat, interagieren. Oh mein Gott. Ah, Metallschrott. Wir wollen doch eigentlich diese Anker organisieren hier. Toshara. Ausbruch. Da, Waffenfabrik geeinigt. Auf Karte zeigen. Ausbruch. Rede mit Krisg. Krisg. Auf Karte zeigen. Okay. Ausbruch. Hauptquest. Rede mit Krisg. Da können wir direkt schnell hinreisen. Das ist ja sehr gut. Ich habe keinen Bock mehr, durch diese verwinkelte Stadt zu laufen. So. Jetzt wollen wir jetzt hier mal weiterschauen. Ist das Krisg? Ist das Krisg? Oh. Ich hätte das hier für dich. Nee, das ist Kranasch. Aufträge. Das System von Crimson Dawn. Okay, okay, okay. Davon gibt's genug. Und das macht auch bestimmt Spaß, die einzelnen Aufträge zu machen. Aber ich will jetzt hier in der Story voran. Ich will Anka an, oder wie sie da heißt. Mit Krisg. Rede mit Krisg. Ich könnte die Barfrau nach ihr fragen. Okay, dann machen wir das mal. Die Barfrau, ist das eine Frau? Okay. Hey, blöde Frage. Gibt's hier irgendwo eine Söldnerin? Sogar jede Menge Söldnerinnen, Kleine. Auch eine, die große Waffen mag? Genauer geht's wohl nicht. Aber red mal mit Rooster. Sitzt schon die ganze Woche da in der Ecke und starrt meine Kundschaft an. Wenn du sie herausbekommst, schulde ich dir was. Danke. Ich krieg immer neue Sachen. Wer ist Krisg? 15 Meter, warte mal, jetzt, das ist doch 9 Meter, 8 Meter, 7 Meter, 6 Meter, das ist da oben, der Pfeil zeigt nach oben, das ist also im ersten Stock hier. Sie hat ihre... Okay, okay. Ah, du wurstelst dich da schon durch. Das ist nicht cool. Ankh.
Wer ist das? Das ist Kira, Schwarmkönigin von Crimson Dawn. Kay Vess, Ilera hat schon viel von dir erzählt. Klingt, als hättest du auf Toshara für viel Wirbel gesorgt. Okay, hör zu. Gib mir Ankh und ich bin hier raus. Du hast anscheinend nicht zugehört. Die Königin wird Ankh niemals gehen lassen. Sie hat den Ashiga-Clan an das Imperium verkauft. Und das Geschäft steht und fällt mit Ankhs Waffen. Wir kriegen sie nur raus, wenn Krisk auf dem Thron sitzt. Damit unser Schwarm endlich frei sein kann. Und was willst du hier? Dasselbe wie du. Rekrutierung. Also, ich interessiere mich nicht für Politik oder Königinnen zu stürzen. Und ich mag es gar nicht, wenn man mir nachspioniert. Dann tu's für die Safe-Knackerin. Hiermit kommst du direkt zu Ankh in der Waffenfabrik der Ashiga. Hol sie da raus, dann reden wir. Was macht dich so sicher, dass ich bleibe? Du wirst tun, was das Beste für dich ist, Kay. Dir wird nicht oft widersprochen, oder? Selten. Ausbruch. Okay. Straßentor. Was jetzt? Mein Gott, ist das krass. Da geht's hin. Erreiche die Waffenfabrik. Okay. Diesmal muss ich laufen. Okay, das kleine Stück. Ja, gut. Ich habe dir freien Zugang zur Waffenfabrik verschafft. Meine Leute erwarten dich. Klingt gut. Danke. Hey, Andy 5. Ich habe eine Schlüsselkarte, um Ankh zu befreien. Hab sie von einer Crimson Dawn-Anführerin, mit der Krisk zusammenarbeitet. Kira, das ist beunruhigend. Was denn? Kennst du sie? Jillian und ich waren auf einer ihrer Auktionen. Ist nicht gut ausgegangen. Fusionsschneider, ja, was denn nun noch? Was denn nun noch? Das fehlt mir, das fehlt mir, das brauche ich noch. Okay, und ich verlaufe mich jetzt wieder hier. Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Da vorne rechts. Hier runter. Und dann rechts. Okay. Ja. Sicherungspunkt erreicht. Sehr schön. Hier ist die Waffenfabrik. Okay. Da kann ich jetzt einfach so durch. Du bist Kay Vess. Ja. Krisk meinte, ihr lasst mich durch. Du wirst erwartet. Krisk sagte, dass du kommst. Passiere. So, ich bin jetzt beim Tunnel. Gut, ich habe dir den Gleiter geschickt. Oh, wie aufmerksam von dir. Zwei unserer Crewmitglieder sind in Gefahr. Ich muss das Risiko minimieren. Oh, ja. Okay. Es ist ja immer wieder neu, das muss man schon sagen. Letztes Mal hatte ich mich ein bisschen aufgeregt. Ja, das habt ihr aber gar nicht so mitgekriegt. Ich habe viel daraus geschnitten, weil ich doch sehr destruktiv unterwegs war. Sieht aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und ja, verzeiht's mir. Ich versuche immer die Aufnahme so authentisch wie möglich zu halten und die in einem Switch zu lassen.
Aber manchmal geht's eben einfach nicht. Da muss ich dann... Okay, erreiche die Waffenfabrik. Da muss ich Hand anlegen. So, da bin ich. Gut. Alt ist in Montage Halle 5. Mit der Zugangskarte kommst du rein. Aber um die Wachen musst du dich selber kümmern. Ah, was ist, wenn ein Blaster losgeht? Sie stehen treu zur Königin. Ich brauche sie nicht. Gut, darin sind wir uns einig. Okay, wir können hier auch rumballern. Das ist ja sehr cool. Und wir verlieren nicht den ganzen Fortschritt, wenn wir failen. 88 Meter. 88 Meter. Es ist auch immer ein bisschen Glückssache, ne? Wo man lang geht. Ob man entdeckt wird oder nicht. Wir werden, du musst gehen. Scheiße. Die sind hinter uns her. So viel zum Thema Glück. Nee, lieber nochmal starten. Ah, ich bin tot, das war klar. Ich muss auch die Waffe wechseln, glaube ich. Na, wo starte ich jetzt? Naja, hier, das ist ja ganz gut. Infiltriere die Waffenfabrik. Also da lang war schon mal total daneben. Obwohl, da müssen wir auch irgendwie am Ende hin. Können wir nicht hier lang? So, und dann schalte ich hier um. Dann kann ich diesen Roboter da vielleicht erschießen. Okay. Sehr gut. Ich hoffe, das hat keiner mitgekriegt. Ja, nice. Also dann weiß ich schon mal, wo ich lang gehen muss. Ist riesig. Sie war einst der Stolz des Ashiga-Clans. Hier haben wir unsere Blaster nach den Originalbauplänen hergestellt. Wofür wird sie jetzt verwendet? Die Königin hat eine Abmachung mit dem Imperium. Wir stellen in dieser Fabrik jetzt Sprengstoff für den Krieg gegen die Rebellen her. Ah, schon klar, warum dir das nicht gefällt. Die Königin opfert unsere Unabhängigkeit für Profit und eine unnötige Expansion. Doch genug geredet. Ank wartet auf dich. Die Zeit ist knapp. So. Okay, jetzt heißt es wieder Kletterpassage. So. Okay. Ich glaube, das geht. Ja, das geht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay.
hoffentlich geht das gut, ey. Explosion auslösen. Da ist eine Kamera. Sehr gut, Jogge. Sehr gut. Captain Real Jock. Real JOC. Ups, oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Dann ablenken, wa? Geht das nicht irgendwie? Angreifen. Zum Angriff nichts. Sabotieren. Kann ich jetzt irgendwie hier was erkennen? In der Karte? Nee, gar nichts. Da muss ich irgendwie hin. Ah, da hinten muss ich durch, wa? Ich bin zu weit. Ich bin zu weit. Ich glaube, ich muss da in die Tür rein. Ah, ist die Kamera jetzt aus? Die ist da hinten. Alles gut. Schlüsselkarte benutzen. Sicherungspunkt erreicht. Na, was willst du mehr, Alter? Ist doch super geil. Ist doch super cool. Finde Angst. Suchbereich. Also das mache ich ja immer nicht so gerne. Aber in diesem Falle müssen wir das Beste draus machen. So, und wenn wir jetzt hier, wir haben hier ist der Sicherungspunkt. Das ist ziemlich cool. Okay, da muss ich rüber oder runter. Was ist da los? Da hoch? Ich habe keine Ahnung. Fallen lassen. Ah ja. Super da. Super, das. Okay, das läuft ja ganz gut. Das läuft ja ganz gut. Also so langsam macht das Spiel echt Spaß. Diese Schleichpassagen sind echt, wenn sie nicht so frustrierend wie am Anfang sind, dann schockt das Spiel. So, okay. Credits immer gerne. Oh, Fiole ist auch gut. Davon brauche ich immer, falls ich angeschossen werde. Und es wird zur Schießerei kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Da hinten geht's vielleicht weiter. Da hinten geht's vielleicht weiter. Ja. Na, was war das?
So, aber bevor wir da reinklettern, nehmen wir hier noch den Behälter mit. Finde Ank. Hoffentlich hat Jaylin recht mit Ank. Ich will da nicht umsonst mit reingezogen werden. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay, okay, okay. Schön, dass die kaputt sind. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, ordentlich wieder dieses. Ja, doch. Man fuchst sich ein. Man fuchst sich ein. So schlimm ist es denn doch nicht. Man muss auf die Controller achten. Der leuchtet dann auch im Takt. Also. Tja. Ja, finde Ank. Weiter oder hier rein? Ich glaube, hier rüber wird es nichts. Hier dem Straßenverlauf folgen. Zwölf Meter, elf Meter. So, und jetzt? Hier geht es ja irgendwie nicht weiter. Oh, jetzt ein Schneidgerät. Kann ich das? Nee. Ja, da geht's nicht weiter. Okay, da waren wir hier doch schon ganz richtig. Wie kommen wir denn da jetzt normalerweise? Die müssen wir irgendwie ausschalten, oder? Ich glaube, jetzt muss ich selber googeln. Ich weiß nicht, wie es hier weitergeht. Okay, hier vielleicht hoch. Ah.
Okay. Aha. Kannst du mal den Knopf drücken, Nix? Sehr cool. Okay, jetzt einfach hier runter, wa? Und da durch. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Spannung ist wieder da. Ah, guck mal, und jetzt sind wir von der anderen Seite. Klasse. Super cool. Du musst Angst sein. Hey, wo bist der Water? Bauer über Porkataki? Ja. Ich bin Kay Vess. Ich stelle eine Crew zusammen. Every Magula Titaki Kid. Ich arbeite mit Jalen Rex. Hilta, o Puno Dutoki. Kira Jama Oba Jagrind? Nein. Meneki, Oba Anji Scotcha Tonka Ja Shiga Queen Sapawa Bonko. Was? Diventa Takrabo Huha Crispotite Uva Wata. Jetzt noch mal ganz langsam. Hey Kid! Oberwente Tatinka habe Gigi Sabola Talif no Lia Otto. G Dupichado. Damin dir Uber Dupichado. Chris. No etinka Martin no Lia Japulipa. Stut Bolo Graba sa JJ, Niki. G Hilta Wata Puno Tonka just lead. Dana G Sabola, Wajata. Nicht wirklich. Kancha! Uber Bobola Kid. So, okay, Sicherungspunkt erreicht. Erreicht den Umkleideraum. Okay, alles klar. Ich habe mir vorgenommen, die Folgen nicht so lang werden zu lassen, weil das dann doch irgendwie ein bisschen zu viel des Guten ist. Also das vom Gameplay her hat das also heute wieder richtig Spaß gemacht. Erreiche den Umkleideraum. Okay, dann machen wir hier jetzt erstmal. Warte mal, das muss ich noch mit. Ne, hier geht's weiter. Dann machen wir hier jetzt Schluss. Und dann geht's nächstes Mal weiter mit den Umkleideraum erreichen und so weiter. Ja. Okay. In diesem Sinne, euer Captain Liok. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Schleichen zuzugucken. Ja, in diesem Sinne, euer Reliok. Und in Hamburg sagt man Tschüss, sage ich immer zum Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal. Und dann in Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.